Das haben wir schon gedacht, dass wir wieder zu Abby gehen. Die ist doch Abby, ne? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich überhaupt Abby sein will. Ah, schon kämpfen wir mit Infizierten. Super. Infiziert. Oh, da ist auch noch einer. Den hab ich gar nicht gesehen. Oh Gott. Ich glaube, ich laufe einfach weg. Das war mir tatsächlich ein bisschen viel jetzt. Oh, ja, ja, ja. Sind sehr viele. Erst überlegt, ob wir in die Hütte sollen. Weil ich glaube nicht, dass wir in die Hütte sollten. Oh Gott. Aber ich hasse solche Jagdsequenzen. Ja, ich glaube, ich bin hier gerade prinzipiell sehr falsch. Au, 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 au. Wieder die falsche Richtung. Oh Gott, aua! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geradeaus weiter? Nee. Da lang. Uah. Oh Gott. Oh, ist das unangenehm. Oh, ist das unangenehme Situation. Aber mal ganz ehrlich, wo kommen die alle her? Warum sind hier so viele von denen? Die ist doch ganz in der Nähe der Stadt, oder nicht? Jetzt sprich nicht, du verdammte... Wenn meine Vermutung hinsichtlich der Geschichte stimmt, dann hat sie gerade die Person gefunden, wegen der sie hier ist. Hey. Ja. Wo zur Hölle kamen die alle her? Ist doch egal. Sag mir lieber, wo wir hin sollen. Ich schätze, wenn wir hinten rausgehen, schaffen wir es vielleicht zur Hütte. Ja, wird nichts Besseres sein. Hey, hast du eine Knarre? Ja. Ich hoffe, du schießt gut. Bleib bei. Das Medkit nehmen wir mit. Okay, die sind dabei, sich zu unterhalten und wir kriegen nichts mit. Das ist nicht so schön. Geht zur Tür. Durch die Tür hier! Na los! Huch. Nicht lange standhalten.
hier liegt eine neue. So. Wo soll man lang? Joel, sag was. Da oben, das Fenster! Das ist unser Ausweg! Wie kommen wir da hoch? Hier, damit! Hey, Mädchen! Ja, wo soll ich anfassen? Auch wenn ich nur die Hälfte eurer Unterhaltung mitkriege, weil ich die Untertitel nicht lesen kann. Und eure Stimmen nicht höre wegen dieser scheiß 3D-Steuerung. Diesen scheiß 3D-Sound. Ach du Scheiße! Das habe ich zu spät gesehen, dass das ein Klicker war. Das war jetzt echt unschön. Oh, der Klicker ist ja schon wieder bei mir. So, wie war das jetzt? Au! Oh, toll. Ja. Und tot. Keine Zeit hatte zu heilen. Weil Joe mir keine Deckung gegeben hat. Das ist meine Version und ich bleib dabei. Ist das eine scheiß Stelle hier gerade? So, vor allem müssen wir aufpassen, wo dieser Klicker dann auftaucht. Da ist der Klicker. Vor allem aufpassen, ob hier wieder ein Klicker auftaucht. Warte, ich heile mich kurz, gib mir so lange Deckung. Wow, das Heilen hat sich ja wirklich gelohnt gerade. Ne? Alter, ja, ist ja gut. So, wo ist denn dieses scheiß Fenster, das ich dafür wollen? Alter, wenn ich mich nicht mal nach diesem beschissenen Fenster umsehen kann. Und während dem Kampf keine Gelegenheit habe, zu gucken, wo Tommy den Scheiß hinschiebt, ja? Weißt du? Da oben, okay. Ich hab dich. In Nähe bleiben! Wohin gehen wir? Hier lang, los! Ja, ich werde mich jetzt trotzdem erstmal heilen.
Das erschien mir gerade wie eine ganz gute Gelegenheit. Oh Gott! Alter, dieser Part macht einfach nur Panik. Meine Fresse, war das stressig. Hey, ich bin Tommy. Das ist Joel. Wie heißt du? Abby. Abby, alles okay? Ja. Das wird nicht halten. Wir müssen zurück. Wir kommen niemals bis nach Jackson. Verbarrikadieren wir die Tür. Tommy, wir bleiben nicht hier. Die Pferde schaffen es nicht mehr so weit. Meine Freunde. Meine Freunde sind in einem Haus nördlich von hier. Es ist eingezäunt. Die Umgebung ist gesichert. Das Baldwin-Haus. Könnte klappen. Okay, ich mach die Tür auf. Okay, du reitest mit mir. Komm. Komm! Halt dich fest! Alter, warum? Wo kommen die alle her? Das war eine absolut legitime und gerechtfertigte Frage, auf die wir tatsächlich gar keine Antwort gekriegt haben. Was ist damit? Als ich 12 war, habe ich ein Skateboard gefunden. Oh oh. Und als ich aufsteigen wollte, ist es mir unter den Füßen weggeflutscht. Warte, wo kommt die Narbe her? Ich fiel auf mein Messer. Okay. Die Verätzung. Das war ich selbst. Wieso? Um einen Biss zu verdecken. Genau hier. Ein Infizierter fiel mich an, als ich 14 war. Und es kam raus, dass ich immun bin. Die Wunde heilte, aber mit Zahnabdrücken und Blasen und... Au! Blöde Kuh. Hey! Ich hab dir eine wahre Geschichte erzählt. Das war eine wahre Geschichte. Oh, soll ich dich mal beißen? Hast du das gehört? Jesse? Bleib einfach da, okay? Kannst du bitte warten? Was? Jetzt dreh dich um. Was soll der Scheiß? Wollt ihr mich verarschen? Ihr solltet auf Patrouille sein. Draußen tobt ein Schneesturm. Ist das Gas? Warum bist du hier? Die Leute zählen auf euch. Kapiert ihr das? Ihr habt eine Aufgabe. Und warum bist du nicht beim verdammten Posten? Weil Tommy und Joel nicht aufgetaucht sind. Was meinst du? Wir haben eine ganze Stunde gewartet. Ich habe sie gesucht und dann das Licht gesehen. Vielleicht sind sie in die Stadt zurück. Ohne für Ersatz zu sorgen, niemals. Wie viel von ihrem Gebiet hast du abgesucht? Nicht viel. Wir teilen uns auf. Übernehmen verschiedene Seiten. Wir können in ein paar Stunden alles sichern. Alleine? Nein, wir wissen nicht, was da draußen ist. Eben. Was, wenn sie Hilfe brauchen? Okay, ich gehe nach Westen, Dina nach Süden und du kommst von Osten. Aber seid vorsichtig, ja? Ja. Mir vor wie dieser, wie dieses Rudel bei The Walking Dead. Okay, gehen wir rein!
Das wird nicht gut enden, oder? Du hast uns Angst gemacht. Wie geht's euch so? Ganz gut. Danke. Ja. Hast du kurz Zeit für mich? Sollen wir die Sättel ablegen? Nein, nein, nicht nötig. Wir wollen hier nur den Sturm aus. Habt ihr Bürsten, ein Handtuch oder sowas? Du hattest ein Riesenglück. Wenn du wüsstest. Habt gehört, ihr habt Strom hier. Wo zur Hölle warst du? Auf dem Dach sind Solarkollektoren. Und wer sind diese Leute? Wie lange seid ihr schon hier? Seit gestern. Gestern? Ja. Yep. Was macht ihr hier draußen? Wir sind auf der Durchreise. Wohnt ihr zwei hier in der Nähe? Oh ja, ein paar Häuser weiter unten. Ihr solltet mit uns kommen, eure Vorräte auffüllen. Das ist nett. Übrigens, ich bin Mel. Tommy, das ist mein Bruder. Joel. Ja, das war so klar. Scheint, ihr hättet schon von uns gehört. Das haben sie auch. Nein! Nora, alles klar? Er ist K.O. Drückt ihn an die Wand. Tommy! Lasst mich! Puta madre! Joel, Miller. Wer bist du? Rate mal. Nun sag schon deine einstudierte Rede auf. Bringen wir es hinter uns. Sein Bein ab. Na los! Ja, keine Bewegung. Das wird für ihn nicht gut enden. Weg da! Und ich fürchte für Tommy auch nicht. Den erwischt als Ersten, oder?